Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute kümmern wir uns mal um die Hände und die Füße. Die Füße sehen wir uns im Alltag sehr selten an, oder? Unseren Kopf, unser Gesicht betrachten wir öfters im Spiegel. Deswegen wollen wir uns heute mal ganz besonders darum kümmern und natürlich auch um unsere Hände, denn die sind wichtig, dass sie beweglich sind, dass sie koordiniert sind. Also mach einfach so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind erlaubt und wenn etwas nicht klappt, dann ist es genau das Training. Dann weißt du, dass du es vielleicht öfters machen solltest. Und wir starten in einer hüftschmalen Position, zuerst mit den Händen. Und die darfst du jetzt mal reiben. Du kannst sie auch ein bisschen eincremen, genauso auch die Füße, denn das tut ihnen natürlich gut. Genau, so richtig kneten sind auch schöne Übungen für zwischendurch. Einfach die Finger kneten. Ruhig auch mal reiben, dass sie so richtig schön warm werden. Unsere Finger bilden 60% unserer Gehirnoberfläche ab. Also wenn wir die aktivieren, die Rezeptoren, dann werden wir auch wacher, frischer. Und jetzt darfst du mit dem Daumen und Zeigefinger deinen anderen Daumen nehmen und einfach so ein bisschen ausziehen. Die Gelenke massieren, dann den Zeigefinger. Den Mittelfinger, immer so, wie es für dich angenehm ist. Den Ringfinger, den kleinen Finger, dann mit der anderen Seite, Daumen, Zeigefinger. Mittelfinger, Ringfinger, und der kleine Finger. Nochmal bewegen, ruhig auf und zu machen, so richtig fest. Hände öffnen, schließen. Dann nimmst du beide Fingerspitzen aneinander und versuchst jetzt den Daumen umeinander zu kreisen, dann den Zeigefinger umeinander, Mittelfinger, Ringfinger, kleine Finger und das Ganze dann auch in die andere Richtung. Andersrum kreisen. Rum. Der Ringfinger ist am schwierigsten, oder? Dann Mittelfinger. Dann Zeigefinger. Und Daumen. Sehr gut. So richtig auslockern und beide Hände immer so wirklich auf und zu machen. Vielleicht auch etwas schneller werden als vorher. Nimm deine Arme, rück mal zur Seite. Auf und zu, auf und zu. Nimm sie nach oben. Und dann gehst du wieder langsam zurück. Nochmal hoch, Schultern bleiben locker, dein Nacken ist entspannt. Und wieder runter. Die Unterarme stärken. Geht noch. Gleich nochmal. Letztes Mal. Ich spüre schon was. Jetzt kommst du wieder zurück. Löst auf, ach, lass die Arme locker. Lass deine Hände jetzt kurz entspannen und konzentriere dich auf deine Füße. Du stehst am besten, geh mal auf die Außenkanten deiner Füße.
Wenn du jetzt von den Außenkanten kommst und dann die Großzehenballen nach unten drückst, dann stehst du auf den Großzehenballen, Außenkanten und auf den Fersen. Dann hast du eigentlich einen sehr guten, stabilen Stand. So solltest du eigentlich auf deinen Füßen stehen. Jetzt beginnen wir, die Füße so ein bisschen warm zu machen, die Fußgelenke bewegen. Dazu rollst du deine Füße ab, von der Fußspitze auf die Ferse. Ganz bewusst den Fußrücken nach vorne schieben, dein Fußgelenk bewegen. Das aktiviert natürlich auch unsere Waden, unsere Veden, Pumpen, die das Blut zurück in den Körperkreislauf transportieren. Also wirklich bewusst wegschieben. Oben bist du locker, oder? Gut. Dann nimmst du deine Füße enger zusammen. Und jetzt schiebst du dich hoch auf die Fußspitzen und kommst möglichst langsam wieder nach unten. Nochmal hoch, Kraft und ganz langsam wieder tief. Hoch und langsam tief setzen. Spannung im Bauch. Schnell hoch, langsam tief. Noch einmal oben bleiben, kurz halten da oben. Und runterkommen auf die Füße. Hüftschmal stehen, deinen rechten Fuß einfach mal so richtig auslockern. Kannst dich auch festhalten, aber vielleicht ist gar nicht schlecht, die Balance zu üben. Dein Fußgelenk auch nicht so einfach da locker zu lassen, oder? Es lohnt sich jetzt, auf beiden Füßen nochmal zu stehen und zu vergleichen. Wie fühlen sich die Fußgelenke jetzt unterschiedlich an? Und dann nimmst du dein anderes Bein nach oben, lockerst so richtig aus, in alle Richtungen schütteln, richte dich auf, in der Mitte. Eine Seite ist bestimmt auch wieder einfacher. Stell deinen Fuß wieder auf, vergleiche beide Seiten. Gleichmäßig wieder. Gut. Dann schiebst du jetzt im Wechsel die Fersen nach vorne. Einmal rechts, einmal links. Komm so ein bisschen in Bewegung. Ganz bewusst die Fußspitzen zum Schienbein. Und die Bewegung geht immer weiter. Und du versuchst jetzt beide Hände nach vorne zu nehmen. Spreizen die Finger zur Faust an die Brust. Also nach vorne und nach hinten. Und ein bisschen schneller, oder? Nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Wenn das gut klappt, freuen wir uns. Glückshormone werden ausgeschieden. Dann probierst du jetzt vorne die Faust. Also gehst nach vorne mit der Faust, nach hinten öffnest du. Einmal Faust und öffnen. Faust und öffnen. Klappt immer noch. Können wir noch einen kleinen Schwierigkeitsgrad dranhängen. Das heißt, du gehst jetzt nach vorne. Schau mal. Vorne offen, eine Hand hinten zu. Mach die Füße weiter. Vorne offen, eine Hand hinten zu. So, ein bisschen schneller. Einmal offen und offen und offen, offen. Geht? Atmen nicht vergessen. Und wenn du das Gefühl hast, das geht super, dann nimmst du jetzt die Hand vorne geschlossen. Geschlossen, andere offen. Geschlossen, andere offen. Ruhig erstmal langsam. Du kannst auch erstmal ohne Füße machen. Klar. Wenn du möchtest, schneller. Einmal hier und hier und hier. Schneller ist ein bisschen einfacher, oder?
Und wirklich ganz geschlossen schon nach vorne nehmen die Hand. Nicht erst beim nach vorne gehen schließen. Auf 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Super. Ein Bein nach vorne stellen. Wir dehnen noch ein bisschen unsere Unterschenkel, Gesäß nach hinten schieben. Ganz geraden Rücken, Knie strecken und die Dehnung in der Rückseite spüren. Dann hochkommen. Dann nimmst du den Fußrist auf den Boden, sodass du die Vorderseite schön aufdehnst. Und dann kreuzt du hinten mit der Außenkante und neigst dich auf die Seite. Spür die ganze äußere Linie. Dann kommst du wieder zurück und machst das Ganze mit der anderen Seite. Fußspitze anziehen, Steißbein nach hinten schieben, die Rückseite aufdehnen. Aufrichten, den Fußrist. Wieder lösen, dann hinten kreuzen mit der Außenkante und den Oberkörper auch ein Stück zur Seite neigen. Das ist ganz angenehm. Oder? Dann kommst du langsam wieder zurück zur Mitte, stellst die Füße auf, lockerst Rücken nochmal, lockerst die Arme, schüttel deine Hände, nimm die Finger zusammen, locker deine Handgelenke. Nimm deine Hand nach vorne, Handflächen zur Decke und jetzt ziehst du deine Handfläche hier nach unten. Spür die Dehnung im Unterarm. Wichtige Beweglichkeit auch hier im Handgelenk. Wechseln, andere Seite. Also öfters mal im Alltag auch an deine Füße denken, auch eincremen, mal massieren, so wie es dir angenehm ist. Fußmassage ist immer schön. Und natürlich auch ans kräftigen Denken. Mal ein Taschentuch aufheben und wieder hinlegen kann man ganz gut. Locker nochmal aus. Nach unten. Andersrum jetzt. Handrücken zu mir. Also deine Füße kräftigen, indem du was aufhebst und wieder hinlegst. Solche Sachen zwischendurch machen. Dann löse, anderen Arm. Löst du wieder auf, atmest ein, atme aus, atme ein und streck dich, zieh dich lang. Und da unser Körper ja wirklich eine Einheit ist, gehören die Hände auch zu den Füßen, die Füße zu den Händen. Und der ganze Körper ist verbunden mit Fasziengewebe. Also zieh dich lang, beweg deinen ganzen Körper. Dann durchsaftest du auch nochmal alle Faszienschichten. Locker aus, schüttel dich aus. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hast jetzt so ein bisschen Prickeln vielleicht in den Händen. Vielleicht spürst du auch ganz bewusst deinen Stand auf den Füßen. Ich
freue mich natürlich über jeden Kommentar. Wenn du Lust hast, kommentier unten. Wenn es dir gefallen hat, drück auf Gefällt mir. Und wenn du möchtest, dann kannst du auch in die Suchzeile von YouTube einfach zum Beispiel Gabi Fastner Füße oder Gabi Fastner Hände eingeben. Dann findest du noch mehr Videos, die dir auch Spaß machen könnten. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das kostenfrei. Einfach abonnieren, graue Glocke drücken, dann bekommst du auch mal Info, wenn ein neues Video von mir online geht. Und falls du Lust hast, mich zu unterstützen, danke natürlich, der Link ist unter dem Video auch ganz unten. Bei Beschreibungen steht Steady, deine Unterstützung. Könntest mich mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat unterstützen oder 5 Euro, was du willst. Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so dabei bist und freue mich auf unser nächstes gemeinsames Training. Bis dann!